herzlich willkommen in unserer Küche. Heute machen wir was ganz Besonderes. Wir machen ein Roadkill Chicken aus dem Backofen auf einem Gemüsebett, auf einem herbstlichen Gemüsebett. Warum das Ding Roadkill Chicken heißt, was du dafür brauchst und wie das geht und warum heute Werbung ist, erfährst du alles nach dem Intro. Tu mir noch einen Gefallen, sei so lieb und abonniere den Kanal. Das ist kostenfrei und unterstützt mich. Lass einen Daumen nach oben da, kommentier kräftig und hab Spaß beim Video. Los geht's. Heute gibt es ein kleines bisschen unbezahlte Werbung für Aldi. Alles, was du hier siehst, habe ich bei Aldi gekauft. Und besonders geil ist der Rub. Der schmeckt wirklich mega lecker und ich liebe das Zeug. Wie immer findest du das komplette Rezept unten in der Infobox. Alles, was du vorbereiten musst, geht ziemlich einfach und schnell. Beim Kürbis schneidest du oben und unten die Enden ab, teilst ihn in zwei Hälften und entfernst mit einem Löffel die Kerne. Und dann schneidest du einfach nur Scheiben runter, ungefähr daumendick oder etwas dicker. Die Zwiebeln werden einfach nur geschält und in Viertel geschnitten. Die Paprika schneide ich an den Seiten runter, entferne das Kerngehäuse und schneide dann fingerdicke Streifen. Die Kartoffeln werden einfach nur gründlich gewaschen und halbiert. Dann noch die Zitrone in Viertel schneiden und mit dem Huhn geht es weiter. Roadkill Chicken bedeutet, es sieht aus, als wäre es von einem Auto überfahren worden. Und damit das so aussieht, schneidest du es am besten am Rücken auf und klappst es auseinander. Dann sind die Brüste zusammen und bleiben schön saftig. Und so sieht unser Roadkill Chicken aus. Das ganze Gemüse gibst du jetzt in eine große Schale und übergießt es kräftig mit Olivenöl. Nimm keine zu kleine Schüssel, meine ist etwas grenzwertig. Dazu kommt eine ordentliche Portion deines Rubs. Ich habe wie gesagt den von Aldi genommen. Jetzt wird das Ganze mit den Händen vermengt. Achte dabei darauf, dass der Rub überall hinkommt. Das Hähnchen wird von beiden Seiten gründlich gewürzt. Ich fange mit der Innenseite an und gebe ihr eine ordentliche Portion Rub drauf. Dann drehst du das Hähnchen um und fährst mit den Fingern zwischen Haut und Brust. Damit öffnest du dort wie eine kleine Tasche und in diese Tasche kannst du jetzt den Rub reinfüllen, sodass du das Fleisch würzt. Damit bekommt das Hähnchen nochmal richtig gut Bums im Geschmack und nicht nur die Haut schmeckt nach Gewürz. Am besten das Ganze jetzt nochmal mit den Fingern einreiben, sodass sich der Rub auch wirklich gut verteilt. Zu guter Letzt wird noch die Oberseite des Hähnchens gewürzt und schon sind die Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen. Das Backblech mache ich mit etwas Wasser nass, dann hält das Backpapier viel besser drauf und es lässt sich alles ganz bequem drauf verteilen. Zuerst gibst du das ganze Gemüse drauf, verteilst alles schön gleichmäßig. Dann legst du einfach schön mittig das Hähnchen oben drauf. Und so soll das Ganze aussehen. Wir sind am Ende angekommen und schau dir das an, das sieht ja richtig gut aus. Es riecht lecker, es ist bunt, ich habe einfach Lust, das zu essen jetzt. Und deswegen verabschiede ich mich. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Schau dir auch die anderen Videos an, abonniere den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut!